Reactor online. Sensors online. Weapons online. Moinsen und hallo Leute, willkommen bei Sex, Games and Rock'n'Roll. Ich bringe euch heute mal wieder so ein paar kleine Infohappen, die den einen oder anderen interessieren dürfen. Denn es gibt ein neues Clan-Paket, welches man im Vorverkauf bestellen kann. Und dieses Mal beinhaltet es insgesamt 12 Mechs, also 4 unterschiedliche Chassis. Als Light Mech gibt es den Koshi, aka Mist Links. Als Medium Mech der Fenris, aka Ice Ferret. Als Heavy haben wir hier den Loki oder auch den Hellbringer. Und als Assault Mech gibt es den Manowar, der auch als Gargoyle bekannt ist. Und das sind auch die unterschiedlichen Stufen von Light über Medium, Heavy bis hin zum Assault. Und das Ganze kostet dann entweder 30, 60, 90 oder 120 Dollar. In Euros ist das ungefähr 95 Euro. Und ihr bekommt dann halt die Max mit, also einmal die Prime-Variante und 2 zusätzliche Varianten. Alles kommt wieder mit einer eigenen Mech-Bay daher und so weiter und so fort. Also pro Stufe, pro Paketgröße bekommt ihr halt pro Chassis 3 Mechs. Insgesamt sind es also wieder 12 Mechs. Ihr bekommt dann auch wieder diverse Forentitel. Es gibt da wieder ohne Ende Goodies dazu. Den ein oder anderen Forentitel halt, also Foren-Banner, Badges, Icons, die man da so tragen kann. Diverse Titel, die man sich vielleicht irgendwann auch anzeigen lassen kann. Und man kann auch Faction-Content auswählen. Das bedeutet ein entsprechendes Hanging-Cockpit-Icon-Item, ein Becher, den man sich ins Cockpit stellen kann, entsprechende Farben, ein Warhorn, ein angepasstes im Design des Mechs und für die Mechs, die man in dem Paket gekauft hat, auch eine spezielle Camo-Pattern. Also, ne, ihr wisst, so wie zum Beispiel das Franken-Camo, was ja auch noch immer sehr beliebt und eigentlich auch geil ist. Und je nachdem, wie groß das Paket ist, kann man unterschiedlich viele nehmen. Wenn man also die Koshi Collection, also den Light Mech, nimmt, dann kann man zum Beispiel nur eins auswählen. Hat man Stufe 3, also die Loki Collection, kann man 3 von den Dingern auswählen. Nimmt man die Manowar Collection, bekommt man alle 4 Clan Faction Camo Dinger für die Mechs, die man aus dem Paket hat. Und es gibt natürlich auch wieder noch Monthly Rewards, wenn man im ersten Monat direkt bestellt, bekommt man sogar zum Beispiel auch hier die Polygon Camo wieder für die Mechs, die man sich dazulegt. Und 30 Tage Premium-Zeit. Und so setzt sich das Ganze weiter fort bis hin zum Monat 4, bis die Dinger dann komplett rauskommen. Das wäre, glaube ich, im Dezember am 15. Bin mir nicht komplett sicher. Kann mich irren, aber ich meine schon. Naja, wir werden nochmal sehen. Ich werde die entsprechenden deutschen Forum-Posts auf jeden Fall mit allen Infos und auch den Frequently Asked Questions in die Videobeschreibung packen, dass ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Und es gibt auch einen Ultimate Clan Reward. Wenn ihr bei der vorherigen Clan-Paket-Aktion das größte Paket gekauft habt, das war, glaube ich, das Masakari-Paket mit dem dicken Müllkipper. Jetzt fällt mir gerade auch tatsächlich der Name nicht ein. Alter, voll die Lücke in meinem Kopf. Naja, ist ja auch Schnuppe. Auf jeden Fall, wenn ihr bei der letzten Aktion das größte Paket gekauft habt und hier bei der Aktion auch das größte Paket kauft, dann bekommt ihr als Bonus den Mad Dog, der dem einen oder anderen auch als Vulture bekannt sein dürfte, in einer quasi Hero-Mech-Variante, also auch mit einem Siebel-Bonus und sowas und speziell angemalt. Alle Mechs wird später natürlich auch so für den normalen Spieler zum Kaufen geben, für Mech-Credits oder Commissar-Builds natürlich, aber erst im Laufe der Zeit. Ich glaube, die Releases ziehen sich bis zum Februar hin. Und da muss man halt ein bisschen Geduld aufbringen, wenn man das halt nicht hat und ein bisschen Kohle irgendwo noch locker sitzen hat, dann haut rein, legt euch die Pakete zu. Man kann auch noch sein altes Clan-Paket aufwerten, also das ist immer noch möglich. Ihr könnt immer noch bis aufs Masakari-Paket gehen, wenn ihr sowieso das Manowar-Paket kaufen wollt und unbedingt ein Mad Dog wollt. Also die arbeiten auch daran, dass man à la carte von dem ersten großen Clan-Paket aufwerten kann und so weiter und so fort. Also da wird schon fleißig dran gearbeitet, dass die Leute auch ein bisschen ihre Kohle ausgeben, ist ja auch klar. Aber es ist halt auch eine coole Belohnung für all jene, die das eh schon machen und ist ein guter Anreiz, das vielleicht trotzdem zu machen. Ja, halt einfach arschgeil, kann ich nicht anders sagen. Ach ja, genau, ich wollte hier noch weitermachen mit den weiteren Belohnungen, die es gibt. Also, ihr habt jetzt ja gerade von mir gehört, es gibt einmal diese Belohnung, wenn man beide große Clan-Pakete kauft. Dann gibt's aber anlässlich des Jubiläums von MechWarrior Online und auch noch generell, ich schätze mal, PGI hat da ein paar mehr Freiheiten, weil für alle, die es noch nicht wissen, PGI ist ja der Entwickler und dann gab es auch ITP, das ist der Publisher, also der Veröffentlicher, die sind so für Marketing und sowas zuständig. Die haben sich getrennt.
Man mag mal abwarten, was da auf uns zukommt. Alle Rechte liegen jetzt bei PGI, also beim Entwickler. Die sind für alles jetzt komplett selbst zuständig. Deshalb gibt es derzeit auch Probleme noch teilweise mit dem Support, dass es ein bisschen länger dauert. Oder dass noch nicht alle Zahlungsmöglichkeiten verfügbar sind, weil PGI das jetzt selbst wieder neu aushandeln muss. Vorher lief das ja alles über IGP und so weiter und so fort. Das wird aber alles geregelt, das kommt noch, das läuft. Keine Sorge, das geht voran. Auf jeden Fall, seit der Trennung läuft es bisschen besser, bisher auf jeden Fall ordentliche Kommunikation und so, ziemlich coole Sachen und jetzt hier auch die Jubiläumsgeschenke zum Einjährigen von MacWarrior Online vor einem Jahr, am 17. September war ja der offizielle Release und jetzt gibt es halt auch ein paar Goodies dafür. Auf jeden Fall jetzt an diesem Wochenende, wenn man da zockt, auf jeden Fall schon mal, wenn man ein Match gewinnt, bekommt man einen Cupcake-Cockpit-Gegenstand. Den man sich halt reinstellen kann, der sieht ja ganz witzig aus. Es gibt doppelte Experience an diesem Wochenende und doppelte Experience-Umwandlung. Man zahlt sonst, glaube ich, ein Mac-Credit für 25 EXP-Conversation und jetzt am Wochenende kriegt man dann halt 50 EXP für ein Mac-Credit. Und Mac-Base kosten auch nur 50%. Dann weiter, für alle aktiven Spieler, die seit dem 17. September 2013 100 Matches gespielt haben, gibt es 2 Millionen Comstables als Belohnung. Ihr habt noch bis zum 23. September, ich glaube 7 Uhr abends Zeit, das Ganze nachzuholen, falls ihr noch nicht ganz auf 100 Matches gekommen seid. Ihr müsst nicht gewinnen oder so, sondern einfach nur die Matches gespielt haben. Das ist in der Regel ja also sehr gut möglich und wenn ihr es noch nicht geschafft habt, ein bisschen Gas geben, dann kriegt ihr das bestimmt noch hin. Ach ja, ihr bekommt nicht nur die 2 Millionen Comstables, sondern auch noch eine MacBay und wie sie es schreiben, einen lustigen Cockpit-Gegenstand. Also Leute, Gas geben, ihr könnt auf der Homepage, wenn ihr euch einloggt, bei MacWarrior Online unter Profil Stats sehen, wie viele Matches ihr insgesamt gemacht habt und dann seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr da mit Win-Loss zusammengerechnet auf 100 Matches kommt. Dann gibt's eine Belohnung für all jene, die mal MacWarrior Credits gekauft haben, also Mac-Credits, MCs. Egal, ob ihr MCs gekauft habt oder das Ganze aus dem Founders-Paket damals noch hattet, da gibt's einen besonderen Centurion, den Centurion AH. Das ist, der ist so ähnlich wie der Yenlo Wang, aber noch ein bisschen anders. Die Details spare ich mir jetzt erstmal, zeige ich euch, wenn der Ding dann auch in der Bucht steht. Und den gibt es dann mit einem besonderen Anstrich und man bekommt dann 30% Zielbonus, also das ist quasi ein Hero-Mac, wenn man Matches zockt. Ist halt ziemlich geil, den wird später auch ganz normal zum Kauf geben, aber dann natürlich ohne Sonderkam und ohne 30% Zielbonus. Ein weiterer Bonus ist die Vorverkaufsbelohnung. Ach ja, ihr habt natürlich auch hier bei dem Mac-Credit-Bonus bis zum 23. September Zeit, euch ein paar Mac-Credits zu kaufen und Centurion auch kostenlos zu bekommen. Der steht dann am 21. Oktober bei euch im Hangar, wenn ihr euch das Ding zulegt. Dann die Vorverkaufsbelohnung, die sogenannte. Also wenn man sich irgendwo mal irgendein Paket geholt hat, ist es vollkommen egal, ob es ein Founders, ein Phoenix oder irgendein Clan-Paket ist. Oder auch gar à la carte, vollkommen schnuppe, wenn ihr irgendwas von diesen Pre-Sales, also diesen Vorverkaufdingern mitgenommen habt, dann bekommt ihr eine exklusive Atlas-Variante, den Atlas S. Der hat, der ist wie der D, glaube ich, nur dass er 4 Missile-Slots hat, wenn ich mich nicht ganz irre. Auf jeden Fall hat er 4 Missile-Slots, ich weiß gerade nicht, wie der Rest aussieht, aber ich glaube 4 Missile-Slots, ein Ballistic und ein paar Energy-Slots. Auf jeden Fall ziemlich cool, auch wieder mit einem besonderen Anstrich und diesem 30% Siebel-Bonus, also wie ein Hero-Mac, inklusive MacBay kommt er daher. Am 21. Oktober steht er da in eurem Hangar, wenn ihr bereits irgendein Presale-Paket gekauft habt. Ihr habt aber auch natürlich auch hier wieder bis zum 23. Zeit, euch so ein Paket noch zuzulegen oder irgendwas à la carte. Ist auch relativ schnurre. Geht auf jeden Fall relativ simpel, falls man da unbedingt Bock drauf hat, dies noch zu machen. Und den wird es auch irgendwann als normalen Mac dann zum Kauf geben. Wann steht natürlich noch nicht fest. Und diese Top-Tier-Belohnung, die es da noch gibt, die ist mega geil. Denn das ist eine Belohnung für all jene, die das größte Paket gekauft haben. Aus egal welchem Vorverkaufsprogramm, also entweder das größte Founders-Paket, das größte Phoenix-Paket oder das größte Clan-Paket oder das größte Clan-Wave-2-Paket, dann bekommt ihr nämlich einen
einen besonderen King Crab. Also sowieso, es kommt der King Crab irgendwann und dem kriegt man hier dann gerade so um die Ohren gehauen, noch zusätzlich als Bonus. Ist ein Assault Mac, ein 100-Tonner, der hat in der Standardausführung, in der Grundvariante pro Arm eine AC-20. Also das wird auf jeden Fall der Clan-Knacker schlechthin und vor allem geil für die Inner Sphere. Es ist ein Inner Sphere Mac, kein Clan Mac. Ein weiterer 100-Tonner. Also ich könnte echt richtig hart abfeiern, dass das Ding überhaupt kommt. Und es ist sowieso nochmal geil, dass man den, wenn man die entsprechende Bedingung erfüllt, also dass man irgendeins von den größten Paketen gekauft hat, bekommt man das Ding halt gratis auch wieder in einer quasi Hero-Mac-Variante, besonders angemalt mit 30% Mac-Credit-Bonus und natürlich auch wieder einer Mac-Bay. Und das ganze Ding wird jetzt später auch wieder ganz normal zum Verkauf zur Verfügung stehen und landet, ich weiß gar nicht wann, ja doch, warte mal, 16. Dezember war das, glaube ich, wo es dann auf dem Account landet. Und noch weiterer Bonus für alle, die ein Faunus-Paket haben. Die Faunus-Max hatten ja den Bonus von 25% Siebels und das wird jetzt auf 30% angehoben. Das finde ich halt auch einen sehr geilen Zug. Und ist halt generell wirklich ziemlich cool, was Peach Eye da derzeit macht. Ich meine, klar ist natürlich auch vieles dabei, was ein Anreiz sein könnte, hier und da doch noch ein größeres Paket zu kaufen oder so. Aber auf der anderen Seite, man bekommt halt, wenn man sowieso schon was gemacht hat, einfach so was in Raken gestopft. Und das ist das, was ich halt irgendwie einen echt geilen Zug finde. Founders werden nochmal mehr belohnt, wenn die irgendwie einen Founders-Back hatten, dass er doch noch den vollen quasi Hero-Siebel-Bonus hat. Man kriegt Mac-Credits, eine Mac-Bay und die meisten von euch werden wahrscheinlich auch zu denen gehören, die irgendwie irgendwo irgendein Mac bekommen und so. Das ist halt echt schon eine sehr geile Kiste. Da muss ich sagen, Hut ab, PGI. Guter Zug. Und das war's jetzt erstmal so mit den groben, größten Infos, Leute. Besten Dank soweit fürs Zugucken, Zuhören und jetzt noch viel Spaß mit dem letzten Rest von dem Rundgeballere hier, was ich da im Hintergrund laufen lasse. Haut weg! Target destroyed. New target acquired. Target destroyed.